Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, was ich persönlich einfach nur noch Kopf fickt, und zwar YouTube. Es ist halt, ich bin mittlerweile wieder in so einem Rockaholic-Flow drin, wo ich mir einfach, ja, ich stelle mich vor das Mikrofon, nehme eine Audiodatei auf, in meinem Kopf einfach direkt, okay, los, mach jetzt noch eine Audiodatei, mach noch eine Audiodatei, los, noch. Und das ist halt einfach kontraproduktiv as fuck. Jetzt mal Real Rap, so, ich merke einfach selbst, so, ich lade mir ein Spiel runter, wo ich weiß, ich werde es nicht in meinem ich werde das nicht für ein Gameplay benutzen. Ich fühle mich schlecht drüber. Ich spiele mit Freunden irgendwie, was weiß ich, Fortnite oder so. Ich nehme kein Gameplay auf, ich fühle mich schlecht. So, es ist krank. Ich weiß nicht warum, aber es ist so in meinem Kopf durchgehend. Okay, los, noch ein Gameplay. Komm, mach alles nochmal fertig. Schneid das 5000. Video. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber mein Kopf durchgehend. Okay, du musst jetzt noch das machen. So, ich kann mir eigentlich die Zeit nehmen. So, ich mache ein Video pro Woche. So, aber ich denke mir die ganze Zeit, okay, dann kannst du aber später dir Freizeit nehmen. Wo ich aber weiß, ich werde die nicht nehmen. Ich war an Punkten, habe ich 2 Monate lang vorproduziert und habe immer noch diesen Workaholic-Shit gehabt. So, ich weiß, dass es nicht weggeht, aber ich verfalle halt einfach in diese Muster, die ich vor 1-2 Jahren hatte, wo ich mir auch dachte, okay, noch ein Video. So, es ist krank. So, ich weiß, dass es dann mir auf lange Zeit zwar den Spaß nimmt, aber in meinem Gehirn ist es einfach so weird. Es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam. Ich weiß halt nur nicht, was soll ich dazu machen. So, ich weiß nicht, wie ich das behebe, weil es ist halt ein Teil von meinem Kopf. So, ich versuch's zwar schon zu unterdrücken, aber wenn ich es halt zu stark unterdrücke, dann mache ich halt keine Videos mehr. So, ich mache dann halt keine Audios mehr, nehme keine Gameplays mehr auf. Und ja, das ist dann ja auch kontraproduktiv für euch. So, ich möchte das ja machen. Ich habe Spaß daran, Videos zu machen. Ich möchte halt aber auch nicht mich die ganze Zeit einfach nur quasi in meinem Kopf pflegen. So, ich will halt wieder diese mentale Freiheit haben, wo ich mir denke, okay, ich spiele jetzt eine Runde Fortnite mit meinen Freunden. Ich sollte jetzt nicht im Hintergrund haben, oh fuck, Junge, nimm das doch auf, das kannst du noch gebrauchen. So, ja, für euch ändert sich zwar eh nichts, so, ich werde immer noch dieses mindestens einen Upload pro Woche Ding durchziehen, was ich aktuell habe, und damit fahre ich auch gerade ganz gut. Aber naja, ich wollte mal drüber reden. So, danke fürs Zuhören. Naja, ich habe nichts mehr zu sagen. Denkt dran, bleibt toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt. Und für was ich wahnsinnig.